Hi, heute zeige ich dir, wie du den Mahlgrad für Espresso richtig einstellst. Der richtige Mahlgrad ist wichtig, um den optimalen Geschmack aus dem Espresso rauszuholen. Anhand von drei Beispielen zeige ich dir, wann der Mahlgrad zu grob, zu fein und wann optimal eingestellt ist. Mein Setup dazu besteht aus der Rancilio Silver Espresso Maschine, der Eureka Mignon Kaffeemühle und dem Jäger Santos Espresso von Coffee Circle. In meinem Beispiel heute nehme ich für einen doppelten Espresso 15 Gramm Kaffeepulver und erhalte 40 bis 50 Milliliter Espresso in den beiden Tassen. Die optimale Durchlaufzeit sollte dabei bei 25 bis 30 Sekunden liegen. Ein zu grober Mahlgrad führt zu einer Unterextraktion des Espressos. Das erkennst du sowohl optisch als auch geschmacklich. Der Espresso läuft viel zu schnell durch. Wie man hier sieht, strömt er richtig raus und erreicht nicht die gewünschte Kontaktzeit von 25 bis 30 Sekunden. Außerdem ist die Farbe viel zu hell und die Crema ist auch hell und wässrig und verschwindet ganz schnell wieder. Ein zu grober Mahlgrad führt dazu, dass der Espresso uninteressant und leicht sauer schmeckt. Ihm fehlt es dann vor allem an Körper und an Intensität. Ein zu feiner Mahlgrad führt zu dem genauen Gegenteil, einer Überextraktion. Das bedeutet, dass zu viele Geschmacksstoffe aus dem Espresso rausgelöst werden und dieser dadurch bitter und zu stark schmeckt. Wie du siehst, tröpfelt der Espresso am Anfang nur ganz langsam durch und bildet keinen richtigen Strahl. Dadurch verlängert sich die Durchlaufzeit auf weit mehr als 30 Sekunden, bis der gesamte Espresso in der Tasse ist. Die Crema eines überextrahierten Espressos erkennst du daran, dass sie am Rand sehr dunkel und schon fast schwarz ist. Den optimalen Mahlgrad erkennst du daran, dass der Espresso zu Beginn in die Tasse tropft und dann langsam gleichmäßig fließt. Die Farbe verändert sich von einem dunklen Braun über ein Haselnussbraun, bis er dann zum Schluss erblondet. Die Crema ist schön fest, weist unterschiedliche Brauntöne auf und im Optimalfall sogar eine Tigermarmorierung. Ideal extrahiert schmeckt unser Jäger Santos schokoladig, ausgewogen und lebendig. Viel Spaß beim Ausprobieren! Übrigens, Meister, deinen perfekten Espresso-Genuss hast du, wenn du dein Getränk vorher schön durchrührst.